So, willkommen zu meiner Reaction zu Detroit Become Human, zu den Launch-Trailer. Jetzt ziehen wir uns den Trailer rein. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Ich heiße Kara. Der Ort, an dem alles anfing. Die Schmiede der Welt. Und alles enden wird. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Danke, Marcus. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Finde Jericho! Ich weiß jemanden, der helfen kann. Oha. Drück den Abzug. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Sie sind keine Maschinen! Ich könnte euch hinbringen. Los! Jetzt alles! Ich heiße Kara. Mein Name ist Connor. Mein Name ist Marcus. Das ist unsere Geschichte. Detroit, become human. Na, wie gesagt, ich habe das Spiel ja durchgezockt. Ist ein sehr gutes Spiel mit sehr viel Entscheidungsfreiheit. Und ja, hat mir Bock gemacht. Vor allem die ganzen Enden, die möglichen Enden, die man machen kann. Ja. So, ich hoffe, mein Reaction hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin. Ciao.